Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute der Buchstabe K. Da ist mir auch ganz viel eingefallen und wir starten in dieser Folge mit der Kamille. Die Kamille hat eine sehr lange Tradition als Heilpflanze. Man findet sie bei allen Kräuterleuten in allen Zeiten, zumindest in der deutschsprachigen Region, und in vielen Aufzeichnungen wird die Kamille schon erwähnt, für viele Krankheiten, bei vielen Leiden und Beschwerden. Auch in der Klosterheilkunde und in mittelalterlichen Aufzeichnungen ist sie da zu finden und ist und war weit verbreitet in der Volksheilkunde und gehört einfach in die Hausapotheke. Die Kamille gilt als eine Pflanze, der man zu allen Zeiten vieles zutraut. Auch in heutigen medizinischen Produkten kommt ganz oft die Kamille mit drin vor. Zum Beispiel in Form von Auszügen kann man auch Kamillan bekommen, aber auch in Präparaten wie Iberogast ist auch Kamille enthalten. Die echte Kamille heißt Matricaria camomilla. Matricaria könnte entweder auf das Wort Matrix zurückgehen, das heißt übersetzt Gebärmutter. Früher wurde die Kamille tatsächlich zur Geburtserleichterung häufig eingesetzt. Aber in Matricaria steckt auch das Wort Mater, das heißt übersetzt Mutter. Und tatsächlich ist die Kamille vielseitig nutzbar in der Hausapotheke. Sie zählt auch zu den Mutterkräutern, auch zu den Johanniskräutern. Und sie ist besonders gut für viele Kinderkrankheiten und Beschwerden bei Kindern geeignet. Die Blüten der Kamille kann man für innerliche und äußerliche Anwendungen benutzen. Man kann sie entweder selbst sammeln, von Mai bis August blüht die Kamille und wenn ich mir davon die Blüten ernte, treibt sie auch immer wieder neue Blüten nach und sie ist auch toll für Insekten und eine sehr beliebte Bienenweide. Die Kamilleblüten kann man frisch oder getrocknet benutzen und die einfachste Form, uns die Kamille anwendbar zu machen, ist in Form von Kamillentee. Am Abend getrunken hat der Kamillentee eine beruhigende, angstlösende und schlaffördernde Wirkung. So kann er besonders gut genutzt werden bei Einschlaf- und Durchschlafproblemen und auch bei Kindern, die unter Nachtangst leiden. Man muss den Kamillentee auch nicht pur zubereiten. Man kann den natürlich mischen mit anderen Kräutern, vielleicht noch etwas Holunderblüten mit hinein oder Thymian oder andere Sachen, die das Ganze etwas geschmackvoller machen. Natürlich kann ein Löffel Honig auch nicht schaden. Der Kamillentee ist auch ein wunderbares Mittel bei Entzündungen aller Art. Bei sämtlichen Problemen im Verdauungssystem ist der Kamillentee empfohlen. Ob das Magen-Darm-Probleme sind, auch eine handfeste Colitis oder Darmentzündung, auch eine Gastritis, die Magenschleimhautentzündung oder Gastroenteritis, egal in welcher Kombination es da Entzündungen in den innerlichen Schleimhäuten geben könnte, ist der Kamillentee hilfreich wirksam. Auch bei Magenschmerzen, bei Blähungen, bei Durchfall, auch bei Sodbrennen und bei Krämpfen im Magenbereich in der Darmgegend hilft der Kamillentee. Auch bei Frauenleiden wie Menstruationsbeschwerden, Krämpfen und Schmerzen hilft der Kamillentee richtig gut. Der Kamillentee wirkt aber auch entzündungshemmend und fördert die Wundheilung, besonders auch bei Schleimhäuten im Mund- und Rachenbereich. Egal ob das Zahnfleischentzündungen sind, aber auch Heiserkeit oder Halsentzündung. Da kann man einfach mit dem heißen Kamillentee etwas länger gurgeln, also schön spülen und ihn danach natürlich auch trinken. Den Kamillentee kann man auch wunderbar benutzen als Inhalation oder auch Dampfbad genannt. Besonders bei Erkältung, bei Schnupfen, auch bei Nasennebenhöhlenentzündung ist der Kamillentee zum Inhalieren richtig gut geeignet. Auch bei Husten und Heiserkeit, bei Bronchitis und Halsentzündung ist es eine wunderbare Idee. Zum Inhalieren sollte man den Kamillentee etwas stärker zubereiten, als wenn man ihn trinken möchte. Und dann, sobald man das so auf der Haut aushält, ja, sich über die heiße Schüssel hängen, wo der Kamillentee drin ist, und in etwa 15 Minuten den heißen Wasserdampf, der die guten Inhaltsstoffe der Kamille transportiert, ruhig einatmen und sich danach auch warm legen und ausruhen. Der Kamillentee kann sogar als Auflage oder Umschlag äußerlich benutzt werden. Zum Beispiel ist das empfohlen bei Hauterkrankungen wie Akne oder anderen entzündeten Hautstellen. Vermeiden sollte man den Einsatz von Kamille bei trockener Haut, denn die Kamille trocknet auch Wunden aus und würde bei trockener Haut kontraproduktiv wirken. Ebenso sollte der Kamillenblütentee nicht in die Augen geraten, weil die dadurch gereizt werden könnten. Die Kamille, sie wirkt entzündungshemmend, krampflösend, sie fördert die Wundheilung, sie wirkt antibakteriell und verdauungsfördernd. Was will man mehr? Ein wahrer Alleskönner. Ich finde, die Kamille gehört in jede Hausapotheke und sie kann bei vielen Beschwerden so einfach und hilfreich wirksam sein. Besonders auch bei vielen Kinderleiden ist sie empfohlen. Ich hoffe, für euch waren heute auch wieder neue und interessante Informationen zur Kamille dabei. Morgen gibt's eine Heilpflanze mit dem Buchstaben L.
Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!